uns heute eine der letzten Themen. Das ist eine Methode zur Steuerung von Wertströmen. Die Methode heißt Glendive-Sieb. Glendive ist ein Ingenieur, der das entwickelt hat. Okay? Jetzt folgende Fragestellung. Stellt euch vor, wir haben einen Wertstrom, einen Prozess. Und durch den Wertstrom gehen unterschiedliche Produkte, durch unterschiedliche Prozessschritte, unterschiedliche Maschinen. Okay, das geht Maschine A, B, C, D, wie auch immer. Mit unterschiedlichen Variabilitäten. Das sind die Produkte. Wir haben unterschiedliche Ströme, die anders ausgelegt sind. Natürlich mit einem unterschiedlichen Volumen und mit einem unterschiedlichen Anzahl, also mit Volumen meine ich, wie viel Stück pro SKU laufen und mit einem unterschiedlichen Produktanzahl. Wir haben zum Beispiel die A-Klasse mit einem Volumen von 30%, die B-Klasse Diesel mit einem Volumen von 10%, die C-Klasse mit einem Volumen von 15% und so weiter und so fort. Und alle diese Produkte gehen über unterschiedliche Kanäle in den Wertstrom. Die Frage ist, in dieser Konstellation, wie gehen wir mit den unterschiedlichen Produkten um, wenn die Produkte eine Funktion von Volumen sind? Das heißt, ich habe ein Produkt, der sehr viel Volumen nimmt. Gehe ich mit diesem Produkt gleich um, als mit einem anderen Produkt, der einen sehr geringen, fügigen Volumen hat. Okay. Sehr viel Volumen, wenige Volumen. Gehe ich gleich um, welche Managementstrategie? Fahre ich für die unterschiedlichen Produkte. Das ist eine wichtige Frage, weil anhand dieser Strategie entscheidet sich, ob ich Erfolg habe oder nicht. Gut. Ist die Fragestellung klar? Dieser Glendive hat sich eine Strategie oder eine Kodierung überlegt, wie können wir sowas überhaupt angehen. Okay? Und zwar folgendermaßen. Nach Volumen oder Prozent von Volumen. Vom Produkt. Und das sind Farben. Der hat es mit Farben gemacht. Grün bezeichnet
bezeichnet circa 6% des Volumens vom Produkt, die ca. 50% von unserem Volumen ausmachen. Okay? Also ich habe 6% der ganzen Artikelnummern, die ca. 50% von unserem Volumen ausmachen. Wenn ich das, das nennt man den grünen Wertstrom. Und in dem grünen Wertstrom habe ich eine Strategie. Das ist Fluss. Das kennen wir schon, okay? Weil wir haben die ganze Zeit gelernt, wie wir zum Beispiel Supermärkte kalkulieren. Wo gehört Kanban hin? Okay? Wenn wir mit diesen Produkten umgehen, 6% der Artikelnummer, müssen wir Fluss organisieren, also eine Fließfertigung. Und man reserviert eine feste Taktung für diese Produkte, EPI. Every part, every interval, das kennen wir schon. Also diese Strategie ist bekannt. Die nächste Kategorie. Sind die gelben. Fertig soweit? Und da haben wir das Volumen zwischen 51 und 95 mit 44% der Produkte. Also kumulativ haben wir bisher 50% der Artikelnummer. Mit diesen Produkten machen wir systematische Optimierung, kontinuierliche Verbesserungsprozess, KVP oder Kaizen. Das kennen wir auch. Die nächsten sind die blauen. Das entspricht nur 4% vom Volumen und ca. 20% der Artikelnummer. Hier versuche ich eine Integration im Gelben. Beispiel für diesen blauen sind zum Beispiel Produkte, die ich wiederhole. Wir haben die Steuerung von Wertströmen, das Glendai-Sieb. Wir wollen lernen, wie gehen wir mit unterschiedlichen Wertströmen oder Produkten in den Wertstrom um. Das bedeutet, wir haben eine Fabrik mit unterschiedlichen Produkten und alles ist vermischt. Keiner weiß ungefähr, wie wir das alles clustern. Das ist ein Ansatz, um eine Clusterung durchzuführen. Die zwei Kategorien sind Volumen und Produkt, also die SKUs, eine Liste der unterschiedlichen Artikelnummer.
und wie viel Volumen sie in Anspruch nehmen. Das erste ist der grüne Wertstrom. Da habe ich 50% vom Volumen, 6% von den Artikelnummern. Hier möchte ich eine Fließfertigung organisieren. Wie mache ich das? Wie wir gelernt haben. Ich lerne oder ich berechne den Supermarkt. Ich berechne die feste Taktung der Produkte. Ich berechne den Ebay und so weiter und so fort. Und dann physisch gehe ich vor Ort und ich mache meine Fließfertigungszellen und wegen mir male ich den Boden grün. Damit jeder weiß, diese Produkte sind grün. Okay? Und die Kisten, wo diese Produkte reingehen, sind grün und so weiter und so fort. Okay? Eine krasse Visualisierung in der Fabrik, sodass jeder weiß, hier verdienen wir Kohle. Stellt euch vor, mit 6% von den Artikelnummern machen wir 50% von unserem Geschäft. Das ist heilig. Das darf nicht gestört werden, weil da verdiene ich mein Geld. Gelb sind 44% der Artikelnummer und da habe ich 45% von meinem Volumen. Es ist auch sehr viel, deshalb konzentriere ich mich da in meine KVP-Aktivitäten. Eine kontinuierliche Verbesserung. Und das haben wir auch gelernt mit dem CPDNA. Der Rest ist eigentlich ja, ein Nebenschauplatz. Ich fange an am Donnerstagnachmittag mit den anderen Produkten. Von Montag in der Früh bis Donnerstagmittag habe ich das fertig. Der Rest der Woche ist das. Und die fressen mich einfach die Kapazität. Deshalb versuche ich, die blauen zu integrieren und die roten rufe ich den Kunden an und ich biete ihm andere Produkte, damit ich meine Produktpalette reinige. Okay?